drei Menschen zu Helden erklärt noch vor ihrer Heldentat. Neil Armstrong, Edwin, Buzz Aldrin und Michael Collins, die Astronauten der Apollo 11 Mission. Sie sollen den Mond erobern. So hat es John F. Kennedy zu Beginn des Jahrzehnts gefordert. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Doch, dass nun gerade sie in ihren unförmigen Raumanzügen von der gewaltigen Saturn V-Rakete ins All geschossen werden sollen, verdanken sie einer Katastrophe. Denn 2,5 Jahre zuvor, am 27. Januar 1967, hatte das Innere der Apollo 1-Kapsel bei einem Bodentest Feuer gefangen. Alle drei Astronauten starben. My good friend Ed White, along with Gus Grissom and Roger Chaffee, perished in the Apollo 1 spacecraft fire. That was inexcusable. That shouldn't have happened. But other accidents shouldn't happen either. That's part of their life, and part of the life of an astronaut is to take risks. Aldrin, Armstrong und Collins rückten nach. Und so sind sie es, die am 16. Juli 1969 in der Apollo-Kapsel sitzen, als unter ihnen 2550 Tonnen Treibstoff in Flammen aufgehen. Die 110 Meter hohe Rakete schraubt sich in den Himmel über Cape Canaveral. 63 Sekunden nach dem Start durchbricht sie die Schallmauer. Mehr als 500 Millionen Menschen werden weltweit Zeuge, wie sie die Erdumlaufbahn verlassen und den langen Weg zum Mond einschlagen. Hi, Houston, Apollo 11. How many miles out do you have it now? Roughly about 50,000. It's a beautiful sight. 3 Tage fliegt die Apollo-Kapsel zum Erdtrabanten, 380.000 Kilometer. Die Erde wird immer kleiner. Doch der schwierigste Teil der Mission steht noch bevor. Rund um die Uhr ist das Kontrollzentrum in Houston besetzt. Und auch US-Präsident Richard Nixon wird fortlaufend über alles informiert. Der Präsident weiß um die Gefahren und hat sich vorbereitet. Die Trauerrede für die drei Astronauten liegt schon in seiner Schublade. Well, as any leader of an organization, a corporation, a company or a nation, he has a staff of people that prepare him for different outcomes. And it's not at all surprising that in the event of a mishap during our mission, that the president would have to give remarks to the nation, and that people would anticipate that it might turn out that way and prepare to support the president. That's totally understandable to me. Minutiös ist die gesamte Mission durchgeplant, jeder Befehl, jeder Schritt festgelegt. Doch was noch keiner der Astronauten ahnt, ist, dass ihr Leben bald von einem Filzstift abhängen wird. Apollo 11, Apollo 11, this is Houston, how do you read? Green, you're loud and clear, Houston, LR. 93 Stunden nachdem Collins, Armstrong und Aldrin auf der Erde gestartet sind, beginnt schließlich das Abkoppelmanöver über dem Mond. Am 20. Juli sieht Collins, Pilot der Kommandokapsel, zu, wie Armstrong und Aldrin sich in der Landefähre Eagle vom Raumschiff lösen und auf die bleiche Mondoberfläche zusteuern. In der Kapsel gleitet die Kraterlandschaft an den Fenstern vorbei. Der geplante Landeplatz kommt in Sichtweite. Doch da entdeckt Armstrong Felsen und Geröll an der Stelle, an der die Eagle heruntergehen soll. Kurz entschlossen übernimmt er die manuelle Steuerung. Aldrin hilft ihm. My task was to supply information to Neil as he looked out the window, especially from 500 feet on down. And my job was to give him as much information as to the velocity over the ground, the rate of descent, and the altitude above the ground. Mehrmals gibt der Computer Alarm. Der Treibstoff für das Landemanöver wird allmählich knapp. In Houston werden die Ingenieure nervös. Was macht Armstrong da? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Im Meer der Ruhe hat die Eagle-Landefähre aufgesetzt.
Ergriffen beschreibt Armstrong die fremde Welt, die er durch das Fenster sieht. What's around here, but it looks like a collection of just about every variety of rock you could find. Aldrin und Armstrong schultern die eckigen Atemgeräte. In der Enge der Raumfähre unterläuft ihnen dabei ein Missgeschick, das sie in Lebensgefahr bringen wird. Doch noch ahnen sie davon nichts. Und dann schließlich ist es soweit. Okay, Houston, I'm on the porch. Roger, Neil. Yeah, I'm gonna step off the limb now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Noch vorsichtig tastet sich Armstrong Schritt für Schritt vor. Seine Ausrüstung wiegt 180 Kilogramm. Auf dem Mond, mit einem Sechstel der Erdanziehungskraft, fühlt sich das jedoch nur wie 30 Kilogramm an. Nach 15 Minuten verlässt schließlich auch Buzz Aldrin die Landefähre. Armstrong fotografiert seinen Kollegen, wie er die Leiter heruntersteigt. Doch Aldrins erste Gehversuche auf der staubigen Mondoberfläche sind etwas holprig. Als er zunächst ausprobieren will, ob er trotz der schweren Ausrüstung noch die Leiter zur Landefähre erreicht, stolpert er. So I either overestimated my own strength or underestimated the lack of gravity, so that when I got down to the bottom and I jumped up, I didn't jump enough. And that's why there are smudge marks on my shins. Zwei Stunden lang erkunden Aldrin und Armstrong ihren Landeplatz. Sie stellen Messgeräte und eine Fernsehkamera auf, die Armstrongs Kängurusprungversuche filmt, sammeln 22 Kilogramm Gesteinsbrocken und machen knapp 100 Farbfotos. Darunter auch das Bild, das zur Ikone werden sollte. Als Armstrong und Aldrin die amerikanische Flagge gehisst haben, meldet sich schließlich US-Präsident Nixon per Funk. Hello Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. Der Außeneinsatz ist beendet. Armstrong und Aldrin kehren zurück in die Landefähre. An Schlaf ist nicht zu denken. Die Instrumente dröhnen, es gibt keine Hängematten, geschweige denn Betten. Aldrin liegt zusammengerollt auf dem Boden und entdeckt plötzlich einen kleinen, abgebrochenen Schalter. So when I looked up to see which one was broken, it was the engine arm circuit breaker. That's the one that has to be in order for the engine to light to go back up into space. Well, that's pretty critical. Ohne den Schalter für das Triebwerk sitzen Aldrin und Armstrong fest in der bleichen Steinwüste. Aldrin informiert Houston und die Ingenieure sind entsetzt. Fieberhaft suchen sie nach einer Lösung, probieren an Modellen die verschiedensten Möglichkeiten aus und geben Aldrin schließlich eine überraschende Anweisung. Instead of using my little finger to push it in or a piece of metal, because this is electrical, I used a pen that had a felt tip to it and pushed the circuit breaker in, and of course it stayed in. The big concern was if when I pushed it in, it came back out again, then somebody or something would have to hold it in order for the engine to lift off. Doch der Schalter bleibt eingerastet. Der Countdown zum Start kann einsetzen und die Eagle steigt langsam auf, verlässt das Meer der Ruhe. Michael Collins, der den Mond im Kommandomodul umkreist, sieht die Fähre auf sich zukommen. Das Rendezvous im All gelingt. Zusammen treten die drei Astronauten die Reise zurück zur Erde an. Am 24. Juli beobachten Collins, Armstrong und Aldrin einen letzten Sonnenuntergang über dem Horizont der Erde, nicht mehr als eine Sichel vor der Schwärze des Alls. Dann beginnt der Landeanflug.
644 Kilometer südwestlich von Wake Island, einem Atoll im nördlichen Pazifik, wassert die Apollo-Kapsel um 16.50 Uhr. Das Bergungsschiff, die USS Hornet, nimmt die Astronauten an Bord. In Schutzanzügen und mit Atemmasken treten Armstrong, Aldrin und Collins schließlich vor die Fernsehkameras, nur um gleich wieder im Quarantäne-Container zu verschwinden. Because of a concern that there might be germs on the moon and we might bring them back, we were quarantined for a certain number of days. Now, this gave us protection. It gave us the ability to talk to people specifically, officially, for debriefing the activities of the mission. Doch der Heldenhunger der Welt treibt die Astronauten um den Globus. Wochenlang reisen sie umher, jubelnde Menschenmassen und händeschüttelnde Politiker empfangen sie, wohin sie auch kommen. To speak to Congress and to do all the things that, frankly, it's not what I look forward to doing. Buzz Aldrin wird von dem plötzlichen Ruhm überrollt. Nach der Mammut-Tour um die Welt will er zurück zur Air Force. Dort überträgt man ihm die Leitung der Testpilotenausbildung. Nicht das, was er sich gewünscht hatte. I accepted that, but it was rather demanding and really didn't give me the idea that this was going to be a good transition back into the service. So after a while, I elected to retire from the service. And then I was uncertain as to what I was going to do, and that's when I began to encounter unstructured difficulties. Während die Apollo-Missionen weitergehen, Astronauten auf dem Mond Golf spielen und in Mondmobilen herumfahren, wird Aldrin depressiv, beginnt immer mehr zu trinken. Der zweite Mann auf dem Mond wird zum Alkoholiker. Well, I wrote a book not knowing really what the problem was and then had to solve the problem of not just depression, but alcoholism. And I now have 30 years of sobriety and have put my life back together again to a point that I'm absolutely convinced is far superior, far more capable, far wise than I was back then and ever would have been without having to deal with the changes that have taken place. 1972 betritt der vorerst letzte Mensch den Mond. Das Apollo-Programm wird eingestellt. Der Mond als kalter Kriegsschauplatz hat an Bedeutung verloren. Auch wissenschaftlich scheint der Erdtrabant ausgereizt. Die Bilanz? 382 Kilogramm Mondgestein. Eine Fülle von Verschwörungstheorien und Helden, die ihren Ruhm nur schwer zu ertragen scheinen. Während Aldrin seine Alkoholsucht und Depression bekämpft, zieht sich Armstrong bald komplett zurück, meidet öffentliche Auftritte. Beide haben den Mond hinter sich gelassen. Doch der holt sie immer wieder ein.